Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Marco 2020, die Marktkommunikation 2020. In der sechsten Episode von Energiekram habe ich ja über den Lieferantenwechsel gesprochen. Lieferantenwechsel basieren auf dem GPKI, den Geschäftsprozessen für die Kundenbelieferung mit Elektrizität. Dazu gab es auch kürzlich ein eigenes Video. Eben genau diese Prozesse rund um den Lieferantenwechsel erfahren jetzt eine riesige Änderung durch die Marco 2020. Doch was genau ist eigentlich Marktkommunikation? Marktkommunikation in der Energiewirtschaft beschreibt die Ausgestaltung, Weiterentwicklung und Anwendung standardisierter und automatisierter Marktprozesse sowie deren Umsetzung in elektronische Datenformate. Eine verbindliche und funktionierende Marktkommunikation bildet eine essentielle Voraussetzung für einen diskriminierungsfreien Wettbewerb im deutschen Energiemarkt und ermöglicht eine kosteneffiziente Abwicklung von Massengeschäften mithilfe standardisierter Prozessabläufe und einheitlicher Datenformate. Da hören wir schon raus, wofür die Energiewirtschaft heutzutage steht. Für wirklich komplexe Hintergrundprozesse, die aber sehr standardisiert geregelt sind. Dafür gibt es eine Vielzahl von rechtlichen und regulatorischen Vorgaben und da gehört eben seit kurzem auch die sogenannte Marco 2020 dazu. Bereits 2016 ist das Messstellenbetriebsgesetz in Kraft getreten und hat dann unter anderem das Interimsmodell für die Marktkommunikation etabliert, welches aber nur bis Ende 2019 gilt. In diesem Interimsmodell wurde praktisch geklärt, wie die Veränderungen des Messstellenbetriebsgesetzes auf die alte Branche Anwendung finden, bevor man zu der Art von Marktkommunikation übergeht, die dann eben in der Zukunft mit Smart Meterings Möglichkeiten gegeben sein soll. Da sich der Smart Meter Rollout allerdings deutlich verspätet, dazu habe ich einiges in Episode 2 von Energiekram gesagt, und da die sogenannte zweite Generation von Smart Meter Gateways auch noch nicht wirklich absehbar ist, muss es aber nochmal ein weiteres Interimsmodell für praktisches Jahr 2020 etabliert werden. Und das ist eben die Marco 2020. Ganz konkret handelt es sich dabei um einen Beschluss der Bundesnetzagentur. Am 20. Dezember 2018 hat die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur unter dem Aktenzeichen BK6-18-032 die Marco 2020 beschlossen. Diese ändert ganz explizit das GPKE, also die Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität, darüber hinaus die WIM, also die WEX-Prozesse im Messwesen, außerdem die MPES, also die Marktprozesse für Einspeisestellen Strom, und darüber hinaus die MABIS, also die Marktprozesse zur Bilanzierung von Strom, und dazu gab es einiges in der fünften Episode von Energiekram. Darüber hinaus gab es noch diverse weitere Regelungen, die vor allem die Verschlüsselung und Signatur der Datenformate, die in der Energiewirtschaft versendet werden, beinhaltet haben. In der klassischen Marktkommunikation gab es eine kettenförmige Kommunikation, sodass anfangs der Messstellenbetreiber einen Zählerstand irgendwo abgelesen hat, diesen dann kettenförmig an den Verteilnetzbetreiber weitergegeben hat, der dann weiter an den Lieferanten und der dann eben an den Kunden. Das war eine kettenförmige Kommunikation, bei der praktisch immer ein Marktpartner dafür verantwortlich ist, die Daten zu empfangen und weiterzuleiten. Im absoluten Zielmodell, welches dann ab 2021 gelten soll, ist allerdings keine kettenförmige, sondern eine sternförmige Kommunikation vorgeschrieben. Das heißt, dann gibt es praktisch in der Mitte das Smart Meter Gateway oder die Server und die stellen allen berechtigten Marktpartnern alle Daten jederzeit und gleichzeitig zur Verfügung. Dadurch müssen die Daten praktisch nicht mehr von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten Marktpartner gelangen. Eine wichtige technische Grundlage für diese Funktion ist allerdings die sogenannte zweite Generation der Smart Meter Gateways. Da diese noch nicht wirklich absehbar sind, regelt die Marco 2020 jetzt, dass diese sternförmige Kommunikation praktisch simuliert werden soll. Dafür sind die Messstellenbetreiber zuständig. Messstellenbetreiber ist im Regelfall ja sowieso der bisherige Verteilnetzbetreiber, der eben jetzt als grundzuständiger Messstellenbetreiber die Aufgabe übernimmt, über seine Software, über sein Backend eine sternförmige Kommunikation schlicht und einfach zu simulieren. Das heißt, der Messstellenbetreiber stellt die Zählerdaten, die Energiedaten für alle berechtigten Marktpartner zur Verfügung und die können dort eben jederzeit allesamt zugreifen. Eine weitere ganz essentielle Änderung gibt es bei den Übertragungsnetzbetreibern. Diese sind ja bisher vor allem als Bilanzkoordinatoren in Erscheinung getreten und waren damit verantwortlich, dass die gesamte Bilanzierung, dazu wie gesagt in Episode 5 etwas mehr, ordentlich funktioniert. Die haben praktisch ihre Regelzone, das war dann praktisch ein Viertel von Deutschland, in Auge behalten und dort dafür gesorgt, dass immer gleich viel Energie zur Verfügung gestellt wird, wie sie eben auch verbraucht wird.
Die Übertragungsnetzbetreiber haben jetzt durch die MAKO 2020 weitere Aufgaben bekommen. Vor allem sind sie jetzt für alle intelligenten Messsysteme, also für die richtigen Smart Meter, die auch dauerhaft mit den Smart Meter Gateways kommunizieren, Stammdaten verantwortlich und bilanzierungsverantwortlich. Das heißt, die ziehen die ganzen Energiedaten zusammen, aggregieren diese und bilden die Zeitreihen, die dann wiederum zur Verfügung gestellt werden für die rechtlichen Bilanzierungsprozesse. In der Vergangenheit waren Übertragungsnetzbetreiber in diesen klassischen Prozessen überhaupt gar nicht involviert, sodass diese dazu gezwungen sind, jetzt ganz neue Tätigkeiten und Bereiche bei sich im Hause aufzumachen und werden dafür wahrscheinlich im Regelfall Dienstleister zu Rate ziehen. Darüber hinaus gibt es noch ein paar weitere Anpassungen in diversen regulatorischen Dokumenten. Dort ändern sich teilweise Darstellungen oder auch Verweise. Und unter anderem ändern sich auch ein paar Prozessabläufe, wie zum Beispiel, dass die sogenannte Zuordnungsliste entfällt. Die Zuordnungsliste ist in der Vergangenheit praktisch eine Kundenliste gewesen, die zwischen dem Energielieferanten und dem Verteilungsbetreiber ausgetauscht wurde, um zu prüfen und abzugleichen, dass man immer die gleichen Kunden mit auch den gleichen Kundendaten bei sich vorhält, um mit den richtigen Werten zu prognostizieren und dementsprechend die richtigen Energiemengen immer parat zu halten. Diese Liste fällt jetzt weg. Die war schlussendlich ja nur eine Aggregation der sowieso vorhandenen Einzeldaten und in Zukunft werden eben nur noch diese Einzeldaten zu Rate gezogen. Im Prozess der Netznutzungsabrechnung gibt es jetzt einen sogenannten Lieferschein, der vor der eigentlichen Abrechnung bereits übertragen wird, der dann praktisch alle Energiemengen und Preise aufzählt. Dieser wird dann geprüft und freigegeben. Und sobald dieser geprüft ist, kann die eigentliche Abrechnung ja praktisch automatisch durchlaufen, weil die Inhalte der Abrechnung vorher über den Lieferschein schon geprüft wurden. Und eine weitere nennenswerte Änderung ist, dass die Bearbeitung einer Kündigungsmeldung, das heißt, wenn ein neuer Lieferant an den alten Lieferant meldet, hier der Kunde möchte jetzt gerne zu mir wechseln, dass diese Bearbeitung nun innerhalb von einem Tag geschehen muss. Wenn das nicht geschieht, dann muss der automatisch zugestimmt oder abgelehnt werden und das macht keinen der Marktpartner zufrieden und dementsprechend würde es wahrscheinlich auch hier einen höheren Bedarf an Mitarbeitern in der Energiewirtschaft geben und dafür sind im Regelfall wieder die Dienstleister richtig. In der MAKO 2020, die ja im Dezember letzten Jahres beschlossen wurde, ist die Einführung der neuen Prozessdokumente, wie zum Beispiel GPKE, zum 01.01.2019 auch gleich festgelegt worden. Die Implementierung der neuen Prozessabläufe soll bis zum 1. Juli, bis zum 1.7. in diesem Jahr umgesetzt werden. Und die neuen EDIFACT-Formate, also die neuen Formate der Datenkommunikation, sollen bis zum 1. Oktober implementiert werden. Die gesamte MAKO 2020 muss systemseitig bis zum 1. Dezember 2019 umgesetzt werden. Hier hat die Bundesnetzagentur festgegeben, dass innerhalb des Dezembers wegen der klassischen Weihnachtsferien ja sowieso nichts mehr passiert und dementsprechend soll bereits zu Anfang Dezember alles umgesetzt sein. Wie wir sehen, geht es hier wirklich um krasse und ausufernde Änderungen der alltäglichen und grundlegenden Prozesse der Energiewirtschaft. Mittlerweile, jetzt Anfang Juli 2019, kann ich auch sagen, tatsächlich tut sich die Branche relativ schwer, die MAKO 2020 in der Form umzusetzen, inklusive aller jetzt bestehenden Änderungen, Verkürzungen von Fristen und so weiter. Das liegt natürlich auch daran, dass die MAKO 2020 zusammen mit dem Messstellenbetriebsgesetz zur gesamten Umsetzung des Smart Meterings eigentlich die krasseste Änderung der gesamten Prozesswelt der Energiewirtschaft seit dem Anbandling ist. Das sind wirklich ausufernde Änderungen für den Alltag von Stadtwerken, Energieversorgern, Netzbetreibern und Messstellenbetreibern und schlussendlich auch für die Endkunden. Das war es also soweit zur MAKO 2020. Mehr Infos gibt es wie immer auf energiewirtschaft-einfach.de. Und wenn du mal etwas mehr, wie zum Beispiel ein Seminar oder ein Consulting-Ansatz rund um die Digitalisierung oder Energiewende braucht, dann findet man auf energiewirtschaft-einfach.de auch dafür Ansätze. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt bitte einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt ihr einfach in die Kommentare. Und ansonsten war es das für heute bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal.